So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ihr seht schon, das Commander Deck, das für mich Hype Commander Deck von Doctor Who, Timey Wimey. Und dieses Produkt wurde mir zur Verfügung gestellt von einem guten Freund von mir aus dem Local Game Store. Vielen, vielen Dank an dich. Und ja, der hat sich das gekauft und gesagt, hey Blacky, hast du die zum Öffnen? Und ich sagte so, nee. Dann hat er gesagt, kein Problem. Mach das für mich auf, guck's dir an und gib's mir geöffnet zurück. Das werde ich jetzt tun, wenn ich es aufbekomme. Ihr wisst, ich bin da nicht so firm drin. Produkte aufzumachen ist zwar Teil dieses Channels, aber die Produkte haben sie mittlerweile echt schwierig einfach zu öffnen gemacht. So, und ich will ja auch nichts Hardcore kaputt machen. Man kennt mich ja. So. Bap. Dann haben wir hier. Ah, hier sind die Plane Chests drin. Zu den Plane Chests mache ich ein eigenes Video, würde ich sagen. Das haben wir hier. Irgendwas Paper. Zu den Plane Chests mache ich ein eigenes Video. Nicht zu diesen, sondern zu allen Plane Chests. Die hier lasse ich jetzt zu. Das hier ist ein Collector Boost. Das haben wir. Ich mache das mal auf. Ich weiß nicht, ob ich das aufmachen darf, aber ich mache es einfach mal auf. Ich bin mal so dreist. Und wir gucken da mal rein, was da so möglich ist, drin zu haben. Es ist aber schon echt, diese Collector-Booster töten mich einfach. Und ja, gucken wir mal. Wir haben... Was? Okay. Graham O'Brien. Mit Food Tokens, Doctor's Champion. Und... Okay, irgendwas mit Suspend. Ja, das war ein Sample Pack. Ich habe null Ahnung davon, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht so der größte Doctor Who Boy. Das wisst ihr ja, die Leute, die es nicht wissen. Warum hört ihr unseren Podcast nicht? Wenn ihr unseren Podcast hören würdet, würdet ihr das wissen. Und ja. So, dann. Genau, überall diese Doctor Who Stampouts, die hier vielleicht sogar relevant sein könnten, weil sie halt die TARDIS drauf haben, was vielleicht ganz cool ist. Und daraus. Na, hier ist alles wild. Hier ist wirklich alles wild. Wo ist der Würfel? Das ist der Planchess-Würfel. Der ist hübsch. Der ist wirklich, wirklich hübsch. Genau, und diese Box. Mehr Pappe. Das ist die Deckbox, die versprochene, die dabei bekommt. Ganz großartig. Ein Live-Counter-Zähler. Ja, sogar actually fast cool ist. Und dann haben wir einmal das Timey Wimey How to Play the Deck. Das ist ein ganz nettes Ding, wo Commander-Regeln erklärt wird, Plane Chase erklärt wird, die Strategie des Decks erklärt wird, gerade mit den Time-Countern und so weiter und so fort. Ist das ganz nett. Und der 10. Doktor, Rose Tyler, was nochmal so zu den Commandern, sag ich mal. Spannend. Ist ganz spannend. Es wird nochmal, die Magic Color werden nochmal gezeigt mit Order, Cooperation und Protection. Ja, ganz, ganz nett. Gerade für so Leute, die ja Doctor Who in das Universum eingeführt werden soll, das ist, glaube ich, ganz, ganz cool. So, jetzt gucken wir mal in dieses Commander Deck rein. Erstmal blamiere ich mich hier wieder bei dem Strip-On, weil, oh nein, das ist auch anderes. Das ist ein anderes Plastik tatsächlich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, wie immer bei diesen Commander Decks, ich gehe mal mit dem bisschen rein. Oh, da muss ich nicht zoomen. Ich kann nicht durch jede Karte durchgehen. Das ist viel zu viel. Wir haben hier hinten den 10. Doktor in Edged voll. Da es der Commander ist, werde ich über den drüber durchgehen. Auch ganz spannend, dass Edged voll weiße Schrift hat und normales Foiling schwarze. Naja, der 10. Doktor ist eine 5-Mana-3-5 mit Alonzay. Immer wenn er angreift, exiliert man über das Card des Decks, bis man eine Non-Land-Karte exiliert. Legt man 3 Time-Countern raus. Und wenn es keinen Suspend hat, kriegt die Karte Suspend. Time-Counter zu Beginn des Announcements werden jeweils immer eine Time-Counter runtergenommen. Und wenn der letzte Time-Counter runtergenommen wird, wird die Karte gecastet. Sollte es eine Kreatur sein, bekommt sie Eile. Und für 7 Mana ist Time Travel 3 Times. Für 7 Mana können wir eben 3 Marken mit Suspend-Marken auf dem Bock runternehmen. Ja.
Add or remove. Das heißt, man kann auch adden. Then do it 2 more times. Ja, spannend. Soldier, Human, Doctor Spells, Convalescent, Clue, Food, Alien, 2-2 Alien, 2-2 fliegender Dinosaur. Geil. Copy, Copy Token ist natürlich Hammer. Learn to play Magic, nochmal ein Soldier, nochmal ein Alien, nochmal Copy Token, Dinosaur, Copy, Human Noble. That would be deal to this creature, nice. Treasure, der ist hübsch. Der ist richtig hübsch. Ein 2-2 Horse und nochmal ein Dinosaur. Ja, das sind ja spannende Tokens, die wir hier vor uns haben. Gucken wir uns ein bisschen an. Wie gesagt, der 10. Doktor, so ein bisschen was mit Zeitmarken. Die Ersatzdoktorin oder was auch immer ist Rose Tyler, Doctor's Companion. Für 2 Mana, 2-2, kriegt sie plus 1-1 für jede Timecounter, der auf ihr ist. Und wenn die angreift, legen wir einen Timecounter auf sie, für jede suspendierte Karte, die wir haben, und jede permanente, die man kontrolliert mit dem Timecounter. Spannend. Und die zusammen kann man halt als Commander nehmen. Das heißt, man nimmt einen Doktor als Commander und Rose Tyler, beziehungsweise irgendeine Karte mit Doctor's Companion als Companion. Das finde ich halt ganz spannend. Es sorgt dafür, dass man nicht 2 Doktor nimmt und nicht 2 Companions nimmt. Sie ist aber eine ganz nette Karte. Ja, die Artworks sind natürlich hier für ganz, ganz viele Make It or Break It oder Wobbly Wobbly Timey Wimey. Okay. Aber das Time Travel geht auch günstig. Hier für 2 Mana Time Travel Draw a Card ist gar nicht mal so schlecht. Diesmal ist es tatsächlich so, dass wir mit den Uncoms starten, was nicht normal ist. Normalerweise starten wir immer mit den Rares. Alien Rhino. Die TARDIS. Ja. Das Arkansignal, das ist ja hübsch. Ist das eine Platte, so eine Rostplatte? Der Solring, auch echt hübsch. Clockspinning, 1 Mana, man kann Karten unternehmen, ist ganz cool. Thought Vessel, auch wunderhübsch. Oh mein Gott, wirklich wunderhübsch. Mindstone, okay, Mindstone sieht lustig aus. Talisman of Creativity, ich liebe dieses Artwork. Diese Brille hatte ich früher, ganz, ganz früher. Ich bin ja ein alter Mann, ich bin ja alt. Hatte ich früher in meinen Comics, wenn die versucht haben, einen 3D-Effekt darzustellen. Lightning Reefs, sehr hübsche Karte. Talisman of Convention, der Flieger. Wolving Walls. Wilfred Mott, sagt mir gar nichts. Look at the Stars. Zu Beginn des Versorgungsmoments kann man Time Counter auf den legen. Dann guckt man die obersten X-Karten an, ob extra ein Time Counter ist. Man kann eine nicht dann permanente Karte mit 3 oder weniger aufs Spielfeld bringen. What? Das ist ja broken, wenn der lange genug liegt. Hammer. Everybody Lives. Das ist die Karte, um die sich alles aktuell dreht. 2 Mana Instant. Alle Kreaturen kriegen Hexproof. Und Unzerstörbarkeit. Und Spieler kriegen Hexproof. Und Spieler können das Spiel nicht verlieren. Und Spieler können das Spiel nicht gewinnen bis zum Ende des Zuges. Und sie können kein Leben verlieren. Und. Geile Karte. Commander, mega geil, weil da hinten stirbt jemand. Ich kann dich beschützen, wenn du möchtest. Oder ich werde angegriffen, ich denke, ich sterbe nicht. Oder ich werde mit irgendeiner Combo getargetet, ich sterbe nicht. Oder im Legacy, noch viel, viel besser, geht in das Spiel Tassos Orakel und sagt, ich gewinne jetzt. Und du sagst, du gewinnst jetzt nicht. Auch für CDH, für Commander, für Legacy. Das ist die Karte, die ihr haben wollt. Das ist wirklich die Karte, die ihr haben wollt. Dringend, schnell. Everything comes to dust. Phonox. 4-mal klopfen mit Vanish. The Wedding of Rivers Song. Das sieht nach dem Alien aus. 4-Mana-2-2, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen 2-2 Alien-Token. Wenn ihr Merch-Kosten gepaid ist, kriegen wir X-Token, wobei X die Opfer der Kreatur ist. Das hat ihr Merch. Nice. Astrid Path. Okay. Die macht Food-Tokens und Clue Food-Tokens und dann explort die. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich hätte aber cooler, wenn sie Clue oder Food Token machen würde. Und ja. Crack in Time. The Girl in the Fireplace. Das ist wahrscheinlich irgendeine Doctor Who Story. Martha Jones. Das ist ein Doctor Companion. Auch die können wir theoretisch dabei nehmen, wenn wir nur blau-rot spielen wollen würden. Das Converge. Man nimmt eine Kreatur und kriegt eine Legendary. Flash Duplication ist eine sehr, sehr coole Karte. Das Artwork sieht so weird aus. Aber es ist sehr, sehr, sehr cool.
Shaura. Hier kommen jetzt die ganzen Rares. Ihr merkt schon, es sind eine Menge, Menge. Amy Pond und Donna Noble, beides Noctis Companions. Okay, also es gibt in den Sample Deck Comics, beziehungsweise in den Collector Boosts, sind übrigens nur diese Karten in dann Extended Foil oder in Extended oder anderes Artwork oder so. Aber es sind dieselben Karten. Aramis Titanic, Coward und Killer, The Party of the Way. Der neunte Doktor mit 3024 Eile. Und wenn der End-Up wird, durch der End-Up-Step, kriegt man eine zusätzliche Upkeep. Für mehr Time-Counter. Sally Sparrow. 4-Mana-2-3 Kreatur mit Flash kann man danach spielen. Und wenn ein oder mehr Kreaturen das Spiel verlässt, investigaten wir. Sehr, sehr coole Karte. Habe ich neulich auch ein bisschen im Human tatsächlich gesehen. Finde ich ein bisschen spannend. Hier sind generell sehr viele Humans drin. Wirklich sehr viele Humans. Und hier haben wir zum Beispiel, der hat mit Amy Pond, und Amy Pond hatten wir doch hier vorne gerade eben schon, und die hat Doctor's Companion oder Partner with Roy William. Das heißt, die kann man halt zweifach als Commander nehmen. Den Roy William kann man nur mit der Amy Pond nehmen, nicht als Doctor's Companion. Aber auch eine sehr coole Karte. Der 11. Doktor, I am talking. Ich weiß nicht, wo es herkommt oder warum es so ist. Keine Ahnung. Bin kein Doctor Who-Fan. Tut mir leid. Aber ich finde es tatsächlich ganz cool. Zwei Mana Vanishing 12. Immer wenn einem mehr Time-Counter muss, scryen wir eins und kriegen ein Leben. Dann, wenn da keine Time-Counter drauf sind, wird es exiliert. Wenn es tut, kriegst du einen extra zu. Wow. Ah, die legt man und nimmt die immer mit Time-Travel immer Marken runter. Oder zumindest Versorgungsmoment halt eine Marke runter. Jemand hat einen Extrazug. Sehr cool. Idris, Soul of the TARDIS. Alles mit Vanish so ein bisschen. The Face of Bö. Bö. Ich nenne ihn mit Absicht Bö. 4-Mana-0-4. Man kann suspendete Karten casten. Run for your life. Ist tatsächlich eine ganz gute Karte. Day of the Doctor. Fall no more. Schlecht. Dinosaur on a spaceship. Andere Dinosaurier kriegen plus 1, immer wenn Time-Counter von dem removed wird, kriegen wir einen 2-2 Dinosaur. Kann ich mal kacke. Kate Stewart, Rotting Fireplace. The Monument ist tatsächlich sehr, sehr stark. Im Spiel kommt ein Time-Counter drauf, für Tappen wir enttappende Kreatur, it phases out, bis das Monument das Spielfeld verlässt. Und für 3 Mana zerstören wir Non-Land Permanent Mana Kosten gleich der Time-Counter da drauf. Dann opfern wir das Ding. Ist sehr, sehr, sehr stark. Das ist ein Land mit Clock-Ding. Grasp of Fate. Ich finde es spannend, dass Grasp of Fate hier eine Rare ist. Weil ich meine, in dem Wilds of Eldraine wäre es eine Ankam. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, es wäre eine Ankam. Farewell. Es kommen so ein paar Reprints mit echt hübschen Artworks. Farewell ist ja einer der Commander-Staples, was Removal angeht. Artefakte kann und Ding. Out of Time. Mythics. Wedding Ring ist hier drin. Okay. War der nicht in Crimson Vow, The Wedding Ring? Spannend. Spannend, spannend, spannend. As Foretold. Ui, mit einem lustigen Artwork. Es ist Port Town. Ui, die ist hübsch. Temple of Triumph, Exotic Oceans, Temple of Enlightenment, Prairie Stream, Farmland, Deserted Beach. Wie viele Multicolor-Länder hier drin sind. Und zwar gute Multicolor-Länder und dann haben sie noch einen Tempel drin. Glacial Fortress, auch sehr hübsches Artwork. Skyclave Expanse mit der TARDIS drauf, auch sehr cool. Temple of Epiphany. Die Snarlands, Thespian Stage, die Snarlands, der War Room, sehr gute Karte, tatsächlich Sunback Canyon. Right? Boah, krass. Passdown, The Coast, Fiery Island auch. Junge, ich liebe diese Mana-Basis. Können wir das immer so haben, Wurzi? Bitte, bitte. Command Tower, Path, Ancestry, Temple of the False God, ist okay. Landscape ist cool. Thriving Bluff muss ich jetzt nicht haben.
Die dürfen da von mir aus auch drin sein, auch wenn Triome coole sind. Und die hier, die muss ich euch nochmal zeigen. Die ist der Hammer. Ist ein Land, 0 Mana tappen oder 5 Mana tappen. Wir exilen das Ding und eine Kreatur wird wieder ins Deck gemischt. Diese Karte ist so, so stark im Commander und werde sie mir fürs Commander-Deck noch kaufen, damit es ins Urteil rein kann. Weil es mega gute Karte. Rogue's Passage, sehr cool. Und dann Plains. Ich finde es schade, dass hier nicht noch ein drittes Artwork ist. Dass man halt wirklich sagen könnte, so, hey, ganz neun verschiedene Artworks, gib ihm. Das hätte ich cool gefunden, das sind leider nur 2. Aber ja, sehr, 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 sehr cool. Ich finde das Deck sehr, sehr cool. Ich finde, das Deck kann man sehr cool spielen. Die Karten, die mir da drin gezeigt wurden, die ich auch durchgelesen habe, waren sehr cool. Es sind super starke Reprints drin. Es sind ein paar der stärksten Reprints überhaupt drin. Es sind ein paar der stärksten Karten überhaupt in diesem Set da drin, wie zum Beispiel, naja, wir hatten sie gerade eben hier vorne. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die alle leben lässt. Oh mein Gott. Namen Everybody Lives. Ja. Megakarte. Und das ganze Deck ist super cool. Ich glaube, das kann man wirklich so gut aus der Box nehmen und spielen. Ich glaube nicht, dass es so stark ist wie die Herr-der-Ringe-Sachen. Ich glaube nicht, also wie das die 2 Herr-der-Ringe-Sachen, die anderen 2 sind doof. Ich glaube auch nicht, dass sie so stark sind wie die Warhammer-Decks. Aber die Warhammer-Decks waren auch insane stark. Aber die Mana-Basis. Leute, die Mana-Basis. Hammer. Wirklich, wirklich cool. Und ja, sollt ihr die Finger dran kommen, günstig oder sonst was, kann ich euch das Deck empfehlen. Ich finde es ganz cool, ich finde es das Beste von den ganzen. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass ich aufmachen durfte. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Albrexit. Ciao, ciao.